In diesem Tutorial konfigurieren wir den Ergo-Tipp-Erbot so, dass man einen Tipp auf Twitter senden und empfangen kann, und am Ende senden wir einen Tipp an Louis Vadra, den Macher des Ergo-Tipp-Erbot. Als erstes öffnen wir Twitter und suchen das Profil des Ergo-Tipp-Erbot. Um die Konfiguration zu starten, müssen wir dem Bot eine private Nachricht senden. In Kürze wird er uns Anweisungen geben, die wir befolgen müssen. Wir schreiben die Nachricht. Start und senden sie ab. Der Bot teilt uns mit, dass die Wallet korrekt gestartet wurde, und gibt uns ein Passwort. Der nächste Schritt besteht darin, den Befehl Adresse einzugeben. Es wird uns die Adresse unserer neuen Wallet angezeigt. Wir müssen diese Adresse kopieren und gehen zu unserer üblichen Wallet, um eine erste ERG-Transaktion zu machen. Wir müssen mindestens 0,00115 ERG senden. Wir senden 0,5 ERG aus unserer Brieftasche. Sobald die Transaktion bestätigt ist, gehen wir zurück zu Twitter und geben den Befehl Balance ein. Dort wird nun angezeigt, dass unser Guthaben 0,5 ERG beträgt. Hier können wir auch alle unterstützten Coins und Token sehen. Jetzt ändern wir das Passwort, das uns der Bot gegeben hat. Wir müssen den Befehl ChangeBW eingeben, gefolgt vom aktuellen Passwort und dem neuen Passwort. Es wird uns mitgeteilt, dass das Passwort korrekt geändert wurde. Schließlich werden wir das von Louis Vadra erstellte Tool verwenden und ihm einen Tipp senden. Um den Tipp zu senden, müssen wir Tipp den gewünschten Betrag und den Namen des Coins oder des Tokens in eine Antwort auf einen Tweet schreiben, der Ihrer Meinung nach ein Trinkgeld verdient. Sie müssen ebenfalls den @ErgoTipp-Erbot taggen. Der verbleibende Text wird in der Transaktionsdatenbank gespeichert, damit Sie beide ihn später einsehen können.